machen wir gleich ein bisschen Water. Boo, boo. Das ist so der Error-Ton in diesem Spiel. Boo, boo. Okay. Ja, gehen wir jetzt mal in den Bereich Bauen nochmal. Und was brauchen wir noch? Was ist wichtig? Eine Putzstation. Ja, das müssen wir gleich alles noch machen, ich weiß. Einrichtungen. Ein WC ist ganz wichtig. Ein Parkeingang. Bauen wir erstmal einen Parkeingang. Der kostet 5000 Ocken. Und ich würde sagen, den bauen wir mal hier hin, ne? Der passt doch ganz gut. So. Die werden natürlich mit einem Helikopter hier hergeholt, die Leute. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Guck mal. Jurassic Park. Passt das mit der passenden Musik gerade? Ich finde es so herrlich. Dieses Spiel ist so schön detailliert. Ich finde es einfach nur geil. Ich schwärme schon wieder, ich weiß. Aber es ist ein schönes Spiel. Und diese Musik ist herrlich. Wir gehen mal auf Forschung, Leute. Dann zeige ich euch mal, was wir alles erforschen können. Oh. Kurz Schluck trinken. So, Einrichtung. Ja, wir können Geldautomaten bauen, damit die Leute mehr Geld ausgeben. Wetterschutz, also dann kriegen alle Regenschirme verteilt. Das ist auch eine ganz nette Sache. Souvenirbuden, Brunnen und ein Ausruhbereich. Das sind alles Sachen, die wichtig sind. Aber ganz ehrlich, ich muss am Anfang zusehen, dass ich unsere Dinosaurier vor Krankheiten schütze. Das ist nämlich so die Hauptsache. Also Dinosaurier, genau. Und da... Das hilft bei der Forschung. Da beschleunigt die DNA-Gewinnung. Das ist eigentlich eine Sache, die sehr gut ist. Ich glaube, da forsche ich als erstes drin. So, egal. Sicherheit, da können wir dann weitere Zaunstufen und sichere Zäune erforschen lassen. Die brauchen wir auf jeden Fall, wenn wir dann demnächst Fleischfresser züchten. Ranger-Stationen. Gyros, was? Ach, Gyro. Ich dachte, ein Gyros-Stabilisator. Nein, ein Gyro-Stabilisator. Das hält den Helikopter mehr oder besser in der Luft bei Unwetter und so weiter. Mhm. Ja, okay. Und Impfstoffe. Das ist eigentlich wichtig später, weil unsere Dinos alle schnell krank werden. Es gibt Dino-Kolik, Zeckenbefall, Tollwut, Dinosaurier-Grippe. Ja, das gibt's. Klumpfuß, auch eine schöne Krankheit, die man... Ich finde es toll, wie man einen Klumpfuß mit irgendwelchen Impfstoffen heilen kann. Das ist toll. Und Vergiftung. Ja. Und jetzt sehen wir da unten den Fortschritt von unserer aktuellen Forschungsgewinnung. Auswahl. So, das war Forschung. Und jetzt gibt es aber noch einen Bereich Forschung. Wo finden wir den? Bei Dinos, ne? Dinosaurier, Dinopädie, Genlabor, oder? Fossilienmarkt. Und? Fossiliensuche. Da müssen wir als erstes hin. Da ist nämlich Dr. Grant. Und jetzt haben wir hier die Karte, wo wir überall Ausgrabungsstätten haben. Also, wir haben bisher nur eine. Das ist die hier mit dem Haken. Und zwar in Amerika. Und wir können später hier noch in Afrika rein. Und da hinten in Asien rumwirtschaften. Und wir gucken mal, was es hier drin gibt. Ich gehe mal in unsere Ausgrabungsstätte rein. So, das sind unsere drei Ausgrabungsstätten, also das sind unsere drei Zelte, die wir errichtet haben, sage ich jetzt mal, in der Ausgrabungsstätte. Und wir können jetzt gucken, was es hier alles so gibt. Wir haben nur ein verfügbares Team, was wir jetzt platzieren müssen. Da können wir natürlich später auch noch mehr kaufen. Und ich denke, wir fangen einfach mal oben an und packen da unser Team rein. So. Und dann gucken wir mal, was die jetzt alles so erforschen. Da werden die jetzt graben und sagen uns dann Bescheid, wenn sie was gefunden haben. Reinpacken soll ich die schon. So. Ich wollte eben gucken, was es da jetzt gibt. Auf jeden Fall ist da Kreidezeit. Das sieht man da schon mal. Info, da muss ich drücken, ne? Das ist Kreis. Ah ja, das finden wir also hier. Wir können finden ein Acrocanthosaurus, Parasaurolophus und Torosaurus, Triceratops, Edmontosaurus und Pachycephalosaurus. Und wenn ich mich nicht ganz irre, sind das ausschließlich alles Pflanzenfresser. Ja. Ja, das ist so. Gut, dann ist das so. Dann fangen wir also langsam an. So. Jetzt haben wir schon wieder eine Nachricht. Lassen wir erstmal hier raus. Wie lauten Ihre Anweisungen? Ein paar untätige Fossilienteams. Habe ich doch gerade gemacht. Junge, bleib locker. Jetzt bauen wir mal eben... eine Imbissbude oder sowas. Und Toiletten. Alles, was wir so brauchen. Bauen. So, Wege. Putzstation brauchen wir natürlich auch. Attraktionen, Einrichtungen. Genau, WC, das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Direkt am Parkeingang würde ich sagen, bauen wir ein Klo hin. So. Gucken wir uns gleich alles im Einzelnen mal genauer an. Ich muss erstmal jetzt zusehen, dass wir auch was bauen.
dass es hier langsam mal losgeht. Ich kann ja nicht immer nur erklären, ne? Ein Kiosk. Machen wir direkt neben dem Klo, würde ich sagen, oder? Ja, komm. So, und jetzt können wir natürlich auch noch bestimmen, was in dem Kiosk los ist. Auswählen. Hi! Hi! Wir können Sandwiches anbieten, Dino Hot Dogs oder Rex Burger. Ich bin eigentlich eher für den Rex Burger, weil der sieht am leckersten aus. Und als Beilage können wir wählen entweder Action Chili, Spaß Fritz, okay, und Salat, Paleo Salat. Ne, kommt Pommes dazu, wa? Hamburger mit Pommes, passt das überhaupt? Ach komm, was soll's. Und den Preis können wir bestimmen. $10 für dieses Menü. Ich bin mal frech und mach $12 für dieses Menü. Joach. Obwohl, das ist ja Quatsch. Da oben steht ja... nee, wir müssen ja schon $15 dafür bezahlen, sehe ich gerade, ne? Dann wird das unklug. Machen wir 18? Machen wir 20, komm. Wie geht's so. Ihnen heute? Danke, mir geht's gut. Hier haben wir dann, können wir dann sehen, was wir alles für Anlagen haben, was die so für Geld eingebracht haben und wie viele Besucher die hatten. Das ist auch eine ganz nette Sache. Gucken wir bei Gelegenheit drauf. Dabei merke ich gerade, wir können natürlich auch die Toilette auswählen. Gut zu wissen, dass Sie sich um alles kümmern. Ja, ich weiß, ich bin gut. Toilettenbenutzung. Nehmen wir da Geld für oder nehmen wir da kein Geld für? Ich weiß es nicht. Sollen wir einen Euro nehmen, einen Dollar nehmen? Wir nehmen einen Dollar für die Klobenutzung, komm. Dann sollten wir vielleicht noch so einen kleinen Ausguck schaffen. Ein Ausguck. Also ich kann sogar den Zaun anwählen und... Ja genau, ich kann den Zaun anwählen und dann die Schwachstellen zum Beispiel prüfen. Zaun testen. Der Zaun ist im besten Zustand. Ja, das kann man auch alles machen. Finde ich eine schöne Sache. So, was wollte ich jetzt? Habe ich schon wieder vergessen. Ich bin gut. Wege. Bei Wege können wir, glaube ich, noch Mülleimer und Parkbänke auswählen. Die sind auch ganz wichtig. Vor allem hier so bei so einem Kiosk. Machen wir mal direkt hier so einen Mülleimer hin. Und da vielleicht auch einen. Dann hier nochmal einen. Und da einen. Dringende Nachricht von Dr. Wu. Ja, okay. Eine dringende Nachricht. Was sollen wir hier tun? Forschungsteam sind auf ein Gebiet... Haben ein Gebiet abgeschlossen. Was, so schnell schon? Das ist ja geil. Machen wir gleich. Ich will nochmal eben... Parkbänke dazu bauen. Die brauchen wir auf jeden Fall. Wieso kann ich da unten gerade nicht hinlenken? Aha, so. Und natürlich soll die Bank in Richtung Gehege gucken. Das wäre natürlich sinnvoll. So. Halt, da war kurz gut. So, machen wir das so. Ich weiß nicht, sollen wir den Park schon mal öffnen? Wir können den Park ja mal öffnen. Zum Parkeingang. Wie geht's Ihnen heute? Eintrittsgebühr standardmäßig erstmal $200 pro Besuch. Ja, man muss bedenken, ne? Es ist natürlich teuer, aber man sieht Dinosaurier. Wir machen den jetzt auf. Komm. Bevor Sie den Park eröffnen können, müssen Sie einen Dinosaurier produzieren. Achso. Nachricht von Dr. Grant. Klingt logisch, ne? Dann ist es logisch. Dr. Grant. Was sollen wir jetzt tun? Ja, ich weiß. Gut, also wir müssen das Ausgrabungsteam neu zuweisen. Gucken wir doch mal da rein. Seid ihr Tatsache fertig da oben? Ne, ist doch auf gut. Was wollt ihr denn? Ist alles in Ordnung? Nee, verstehe ich nicht. Dann gehen wir nochmal eben wieder raus und gucken mal auf Genlabor. Da müssten jetzt die Sachen angekommen sein, die wir gefunden haben. Willkommen. Wir haben eine ganze Menge gefunden. Hammer. Das ist ja wohl ein Witz. Fossilienmarkt. Da können wir natürlich Sachen kaufen. Danke, dass Sie vorbeikommen. Da ist nichts auf dem Markt. Schön. Okay, dann lassen wir das. Geht auf die Brutstation, so. Schön, Sie zu sehen. Danke. Wir sehen hier, dass wir hier die verschiedenen Pflanzen... Wir haben schon ein paar Pflanzenfresser, die wir jetzt züchten können. Parasaurolophus zum Beispiel. Der hat eine Lebenslänge Nachricht von 6 Monaten. Peter Ludlow. Ja, gleich Peter. Eine Lebenslänge von 6 Monaten, weil wir erst die DNA zu 55% erforscht haben. Das ist normal. Das wird dann im Laufe der Zeit besser. So, der hält schon ein Jahr lang, der Torosaurier. Wir haben bisher nur die beiden. Ich würde sagen... Wir fangen mal mit einem 3-Sterne-Dino an und züchten da 2 Stück von. Wir sind ja auch nicht ganz billig, wie man sieht. Okay. 2 Stück. Die werden jetzt Willkommen. Gezüchtet. Und dann achten wir gleich mal drauf, wenn da einer rauskommt. Das sieht dann ganz niedlich aus. Die werden gerade gefüttert mit einem Heuballen oder mit einem Pflanzenballen. Darf ich Ihnen ein paar Anregungen geben? Nein. Quartalsbericht. Naja.
Sie können. Ich will den Quartalsbericht nicht sehen. Ich weiß, dass ich gerade Minuszahlen produziere. So, ich bin gespannt. Gleich kommt da ein Parasaurolophus raus. Ist das nicht schön? Dann kann ich aber jetzt auch gleich mal den Park öffnen, oder? Moment. Da. Meine Damen und Herren, wir freuen uns, das Debüt unserer neuesten Attraktion ankündigen zu dürfen. Den Parasaurolophus. Wir wünschen viel Spaß mit diesem verspielten und sanften Pflanzenfresser. Cool. Schön, ne? Ich find's schön gemacht. Wir können natürlich auch Informationen zu dem finden. Jetzt auf Übersicht zum Beispiel. Nochmal hallo. Du kannst mich mal. Ich wollte eigentlich auf Info. So, da können wir dann gucken, was das für einer ist, ne? Bewertungsgrad, Größe 10 Meter, späte Kreidezeit, Pflanzenfresser. Aber mit diesen ganzen Fakten möchte ich euch nicht langweilen. Also ich interessiere mich eigentlich immer ganz gut so für Dinosaurier. Ich finde das immer interessant. Aber ich denke mal, dass es nicht allen so geht. Deswegen möchte ich euch nicht damit mit Fakten zu den Dinos langweilen. Jedenfalls können wir jetzt den Park öffnen. Komm. Hi. Hi. Sicher. Sicher dat. So. Meine Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, das neueste Wunder der modernen Welt, den Jurassic Park, offiziell zu eröffnen. Ja, John. Wir müssen auf jeden Fall noch was bauen, fällt mir gerade ein. Wir brauchen noch... Nachricht von Dr. Grant. Nein, Grant, jetzt nicht. Wir wollen mal eben... Wo muss ich denn jetzt hin? Ich bin verwirrt. Genau, Futterstation. Nee, Fleischspender nicht, Pflanzenfutterspender brauchen wir. Denn die sollen ja auch fressen. Am besten, wir machen die vorne hin, damit die natürlich auch vorne zum Zaun hinkommen. Hier und da. So. Und jetzt müssen wir die einstellen. Hallo. Hallo. Auf automatisch stehen die. Und die werfen Ballen aus. Wir können das ja auch umstellen auf Paleo-Ballen. Die kosten natürlich mehr. Wir machen das mal. Schön, Sie wiederzusehen. Ach, lass mich doch zufrieden. Weil das, die Paleoballen entsprechen natürlich eher der Zeit, in der die Dinosaurier damals wirklich gelebt haben. Und dann machen wir das mal so. Und Wasser haben sie ja hier, das haben wir ja hier schön gebaut. Gut. Und lass die beiden nochmal rumhoppeln. Haben wir denn schon Besucher? Nee. Also wenn die ersten Besucher ankommen, dann müssen wir mal aufpassen. Nachricht von Dr. Grant. Ja. Es berichtet, dass... soeben eine neue Lieferung angetroffen. Ah, endlich haben wir eine neue Lieferung. Schön. Was sollen wir hier tun? Nichts. Okay. Da kommt gerade ein Helikopter an. Da kommen Leute. Leute, da sind Leute. Meine Abonnenten kommen in meinen Park. Sehr geil. 4 Besucher haben wir. Das sind schon mal $800, wenn ich das richtig gerechnet habe. Ich bin gut, ne? So, und wir können die auch alle einzeln anwählen, was ich cool finde. Hier haben wir zum Beispiel Stefan. Und dann können wir später auch sehen, was der für einen Eindruck hat, wie seine Meinung heute? Da. Guck mal, nicht schlecht, würde ich sagen. Und hier, Spaßfenster sagen, ganz nett. Ganz okay bis jetzt. Bis jetzt recht zufriedenstellend. Also wir können die Meinung unserer Zuschauer hier angucken und dann auch weiterschalten. Achso, ach, wir können die Namen hier anzeigen lassen. Wie kriegt das denn mal dauerhaft hin? Ah. Kann ich nur mit gedrückt halten anscheinend. Das kann ich auch irgendwie einstellen, dass die Namen, glaube ich, dauerhaft da sind. Ich finde das witzig. Ah, da kann ich dann auch unsere Dinos finden. Und dieser grüne Smiley, der zeigt dann halt, dass die voll fit und gesund sind. Ist das schön. Okay, wir sollen mal auf unseren Familienmarkt. Genau, wir gucken auf den Familienmarkt. Auf den Fossilienmarkt natürlich. Obwohl, nee, Genlabor. Er hat ja gesagt, das ist eine Lieferung eingetroffen. Schön, Sie zu sehen. Oh. Acrocanthosaurus. Niedrige Qualität. Das scheint aber eher ein Fleischfresser zu sein, glaube ich. Kein Problem. So, den erforschen wir jetzt. Und jetzt muss ich mal eben was gucken. Wir hatten doch bei Forschung diese schnelle DNA-Gewinnung ausgewählt. Ob die schon fertig ist? Die ist fertig. Das heißt, wir können mal was anderes erforschen. Geldautomat. Wetterschutz. Wir machen mal den Wetterschutz. Ja. Ich verzichte jetzt mal auf die Impfstoffe am Anfang. Dr. Grant, ja. Ach, Robert Muldoon, der Raptorenexperte. Nachricht von Dr. Ach, Ranger-Station will er haben. Ja, klar, machen wir gleich.